Herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ja, wir werden jetzt uns eine Karte kaufen. Ich habe einfach mal geguckt, wo es die gibt. Und die kriegt man im Buchladen tatsächlich, wie ich mir das schon gedacht habe. Man muss sich dabei noch ein bisschen besser umgucken. Nur dann können wir auch Schnellreise machen und so. Und dann schon mal ganz gut. Da oben nämlich. Die werden wir uns jetzt auch einfach mal gönnen. Ich weiß gar nicht, was sie kostet. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. Map of Martinez. This could work, maybe. Das wird nichts. Ich möchte die Karte von Martinez kaufen. Always good to be informed of your surroundings. Und scheinbar hatte ich sie auch schon mal gesehen. Ja, das ist der Nachteil, wenn man halt immer mal wieder eine Woche Pause hat zwischendurch. Das kann dann schon mal passieren. Eine abgenutzte Karte in der Region von Martinez aus dem Jahr 48. Der Titel lautet Bienvenue à Revachol. Sie ist ein wenig veraltet, da sie ursprünglich von einem Designstudio entworfen wurde, um Martinez etwas aufzupolieren und es in einen angesagten Touristenort zu verwandeln. Ohne Erfolg. The worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez, with directions to appropriately touristy locations. Year 48 resides on the upper right corner. Du zeichnest einen Weg durch das Straßennetz. Your finger moves through the various streets. Across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Cypre, over Saint-Brune and Martinez North. Finally coming to a halt on the spot where you are currently standing, although the map gives no such indication itself. Okay, dann gucken wir noch mal. Karte. Aha, guck mal. Karte. Und dann können wir hier wahrscheinlich zur Kirche reisen und hier oben, das müsste dann Lamb's End sein. Cool, dann gehen wir mal raus. Wahrscheinlich können wir da erst eine Schnellreise machen. Wir haben ja Schnellreise freigeschaltet. Das stand da ja schon ab und zu. Ich vermute mal, dass das jetzt über die Karte geht. Bin mal gespannt. Ist zumindest ganz schön, wenn das klappt. So. Da, Karte. Jawohl, Kirche. Läuft. Sind wir in der Kirche. Und genau, hier sind wir nach Norden gar nicht so weit gegangen. Das sollten wir noch tun. Mal gucken, was uns da oben dann überhaupt noch erwartet. Es müsste ja noch unentdecktes Gebiet hier sein. Tatsächlich. Ein Bunker. Ist das ein Bunker? Weiß man nicht. Die Kette verschwindet im Ozean. Wohin sie wohl führt? Dieses Fass wurde erst vor kurzem entsorgt. Es riecht noch nach Schweröl. An old door, worn by elements, guards the depot. The wind has blown a sand dune in front of it. The door hasn't been opened in a long while. Was ist das hier? A handle. Sorry. Wo ist das hier? Was ist das hier überhaupt? It's military. A service depot of some sort. Und was hat es versorgt? The washerwoman mentioned a depot up the coast. She said it was for moving ammo and cargo across the bay. This might be it. Gut, du wendest dich ab. Mechanik 20 haben wir keine Chance, man kann es auch nicht wiederholen. Wahrscheinlich bricht man die Klinke dann ab. Ah, cool. Und hier ist tatsächlich eine Falle. This trap's not too hard to spot. Once you know what to look for, keeping it hidden has not been a priority for the cryptozoologist. Du siehst dich um. The reeds sway in the coastal breeze. They seem to be waiting for something. The wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from three cardinal directions. It's cold for this time of year. Du greifst nach der Falle. Nothing but locusts in this trap as well. Definitely no cryptozoological monstrosity. Empty as all of them. One more of these and we are done. Sein Gesicht ist rot von der kalten Meeresluft. Er geht in die Hocke, um Atem zu schöpfen. Können Sie nicht mehr? No, no, I'm fine.
I didn't mean to complain, it's just... Er ist kurzatmig. Sein Satz bleibt unvollendet. Gut. Dann schauen wir mal hier oben, was wir da noch haben. Hier hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Vor langer Zeit. Ein verrosteter, defekter Schaltkasten für den Funkturm. Die Leiter ist zu verrostet, um sie zu benutzen. Die Seeluft hat ihr zugesetzt. Schade, den können wir wieder nicht sehen. Nee. Der wird uns nicht angezeigt. Also hier haben wir jetzt natürlich noch die Fallen, dass wir jetzt noch die letzte Falle anschauen müssen. Okay, er macht selbstständig ein Autosave. Das ist nett. Das ist sehr nett. Und hier hinten sind wir, glaube ich, gekommen. Ja, dann gucken wir natürlich hier auch nochmal, ob da noch irgendwas Schönes ist. Südlich von dir erhebt sich die Promenade. Sie wirft ihren langen Schatten auf dich. Zur Promenade müssen wir eh. Ja, ein bisschen schade, dass die anderen Sachen erst so um 22 Uhr sind. Da müssen wir jetzt noch 12 Stunden rumkriegen. Zur Not müssen wir warten. Aber wir müssen ja eh noch gucken. Der Gedanke, das würde mich auch nochmal interessieren. Der Bullet der Apokalypse braucht auch nur noch 4 Stunden, 9 Minuten. Gut, ist klar, dass der so lange braucht. Schlafend geht das natürlich nicht. Okay, hier ist das Münztelefon. You pick up the handset. There's a tone. The machine is operable. Ich hoffe, die zufällige Nummer ist jetzt auch die Karte der Bücherei. Du wirfst 10 Cent ein und wählst eine zufällige Nummer. 005-2403-155. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? End of tone. Someone picks up. Pierre? Is that you, Pierre? Kann schon sein. Wie ist Pierre denn so? Time to call me. It gets so lonely. Even the animals have died. Welche Haustiere hattest du denn? Are you sure you're Pierre? Your voice, it's different. I... There. Chrysanthemum. Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves washing a beach. Growing in volume until the call suddenly disconnects. You get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he did not. Okay, ich würde eigentlich gerne bei der Bücherei anrufen. Wieso können wir das nicht? The library card is Billy is a unisex name. Could, if lost, please return the card to the library. 10, das passt. 005-025-5211. Schreib mir die jetzt auf. Or visit us at Moreau Street, 78, General. Business hours, 900 to 1800. 211. Dann gucken wir doch mal. Eigentlich würde ich schon gerne die Nummer hier anrufen. Warum kann ich nur die zufällige Nummer? There's a tone. The machine is operable. Ja, das ist wieder eine andere Nummer. Ist das hier wieder die mit Pierre? Calling. Still calling. Again? Seriously? Someone with a masculine voice picks up. Vielleicht müssen wir noch erst durch diese Gespräche durch. Hello, Gerard speaking. Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. No, what you are is a surprise. Get his wife on the phone. Hey, Gerard, hol mal deine Frau für mich. Who is this? Der Mann ist verwirrt. Ist egal, hol sie, ich warte echt ungern. Who the fuck do you think you are talking to me like that? Komm, wir machen jetzt mal so richtig ein. ich bin der Typ, der deine Frau vögelt, Gerard. Jetzt hol sie an den Hörer, bevor ich meine Geduld verliere. The sounds are muffled. You can make out two people, a man and a woman called Bien. They're talking to each other in agitated voices.
There's a shuffle of feet. Children, maybe. More shouting. You're pretty sure you hear a man saying, fuck, several times. Then the crackle in the phone line gets violently louder, like the surf breaking. Ach, ist das gemein. Aber wir ziehen's durch, auch wenn's Moral kostet. Ich werde nie damit aufhören. Ich werde deine Frau immer weiter vögeln, Girard. What the hell are you doing? Der Lieutenant hatte Abstand gewahrt, nun nähert er sich jedoch. Was denn? Ich habe nur ein bisschen Spaß. Wo ist das Problem? Big deal? Der Lieutenant starrt dich regungslos an. This has lowered his opinion of you, but only a little. Let's just go. I've had enough of this phone booth. Okay. Wir müssen aber... You pick up the handset. There's a tone. The machine is... The Lieutenant shrugs apathetically. Then... walks a little distance away to concentrate on his notes. Looks like he'd rather not get into it again. Also nochmal eine Nummer, das ist aber auch nicht die richtige. Das ist ein bisschen frustrierend, dass man die jetzt nicht wählen kann. Calling. 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 Still calling. Still calling. Stop calling me, man. Jemand nimmt ab. Die Stimme am anderen Ende klingt ein wenig übergeschnappt. I'll get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Ja, aber es gibt eine kleine Planänderung. Ich will, dass du es zum Whirling in Rex in Martinez bringst. That is... Hey! You're not Tethys! Screw you and don't ever call here again. You're fucking with some serious people. Disconnect tone. Are we about done with this now? Okay, wir haben noch eine Nummer. Calling. I'm tired. Wie aus der Pistole geschossen, antwortet ein Mann. Er hat eine heisere Raucherstimme, du hörst, wie im Hintergrund jemand tippt. Ich bin auch müde. If I could go just 1 month without writing, no, 2 months, I could regenerate my brain. Fucking liberalism. The man disappears with a sigh. You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset. The machine is still waiting for you to dial a number. Seems like it did not have time to swallow the coin. This sometimes happens. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. Okay, du willst mit geschlossenen Augen eine zufällige Nummer. Weiße Trauer riecht nach Verrat und Bedauern der Bulle. Oha. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial. Then pull down on the number. Then move one up and repeat the motion twice. Strange. This is not how you started before. Du willst weiter die Nummer. 414447. The rotary dial feels cold from the sea air. Du willst weiter die Nummer. 11 17 361. Your fingers keep moving like a spider every time the ring rotates back with a little ring of metal, like a bell tolling. Da kommen noch mehr? Yes. 451 67 451. You are going deeper now, into some unknown place, far away from this island of matter and its telecommunication networks. Du bringst es zu Ende. 451. You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this, you think. But it does. A connection. An ultra-long distance call. Your ear fills with a crackle. The wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there. Not like the local calling tone before. No, a small ring in a cage of distortion. Far away. A distant network of phones. Calling. Calling in the night. The saddest sound in the world. Calling still. The handset starts slipping from your sweaty palm. Your breathing is heavy. Lässt es weiter klingeln. Calling. Calling. Calling, calling, calling still. Then the ocean breaks out of the depths
a woman's voice emerges. Small. The dearest thing you've ever heard. Hello? Sie hört sich verschlafen an. Ja? Ah. Hallo? Brummelt sie mit einer warmen, schläfrigen Stimme. Who is this? Deine Stimme ist so schön. No, no. It's you, isn't it? That's you. Wer ist da? Dora. Who is this? The connection is bad. Dora. The name feels like a gift. A gift that was meant for you. To make it possible to live. Ich will sterben. Ich will mit dir zusammen sein. Mit dir. Du nimmst einen Schluck aus der Flasche. Deine Kehle ist auf einmal völlig ausgetrocknet. Oh, is that you? Ihre Stimme klingt jetzt deutlich wacher. Trotzdem immer noch unleidlich müde. This is too much. You need to recede. Ein Wesen ist ein Wesen. Ich wünschte, ich wäre der Wind. Ich bin ein revolutionärer Diener der Menschheit. Ich werde die Menschen befreien und die klassenlose Gesellschaft verwirklichen. Ich werde die Toten auferstehen lassen. You're not a revolutionary, Harry. You're drunk. You only have two, maybe three things left to say before the change runs out. Ich bin nicht betrunken, ich bin heiß, auch schön. Harry? Woher kennst du meinen Namen? Because it's me. Look. I don't understand what you're saying or why you're calling me. You seem drunk. Ich bin nicht betrunken. Oh God. Stille. Sie wiegt schwer wie Blei. Das weiße Rauschen vermischt sich mit Pfeifen. Du sagst nichts. Do you know what time it is? It's so late here. Anscheinend sucht sie nach einer Uhr auf dem Nachttisch. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. Ich will über mich reden. Wer bin ich? Du scheinst mich zu kennen. What do you want to talk about that we haven't talked about already? This is bad. You feel your right hand on the handset cramping up with pain. Mein Herz schmerzt. Ich bekomme einen Herzinfarkt. Oh no. Please stop. Please let's just hang up. Wohin gehst du in 2 Stunden? To work. Du sagst nichts. No response. Oh. Only a sigh. The connection crackles like burning paper. Du legst auf. Your hand isn't moving. The headset hisses in your ear with evil sadness. Okay, dann müssen wir vielleicht noch. Wo bist du? Du hörst dich an, als wärst du in einer anderen Welt. I'm in my rover. Ich vertrete das Gesetz. Ich bin ein Detective. Ich bin an einem Fall dran. Jemand wurde aufgeknüpft. She does not answer anymore. Ich werde ihn lösen. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. Run. To the church. Home. Anywhere but here. Anything but calling her again. Ja, das werden wir auch tun. Hat ganz schön viel Gesundheit und Moral gekostet. Ein Moral. Ich hätte nur gedacht, wir können in der Bibliothek anrufen. Bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Vielleicht müssen wir das aber auch mit dem Funkgerät machen. Na gut, dann werden wir noch die letzte Falle testen. Halt. Surrend und brummend fließt Elektrizität mit hörbarer Kraft durch die Drähte. Das ist ja schön. Die Falle müsste hier unten gewesen sein, glaube ich. Ach, die sind auch wieder da. Können wir hier eigentlich noch irgendwas machen? The once bright mural towers above you. Nee, können wir nicht. Aber Moment, aber wir sind schon bei 17%, ne? The once bright mural towers above you. Den grässlichen Anruf gemacht. Feld Electrical, R&D.
Okay, plus 2. Das ist natürlich gut, dass wir den, dass der Anruf damit reinzählt. Gut zu wissen. Nett. Damit sind wir schon bei 17%. Wenn wir den Alkohol dann noch trinken, sind wir sogar noch höher. Und hier müssten wir dann wahrscheinlich die Frau treffen um 22 Uhr. Den Revolver, den holen wir uns auf jeden Fall noch zurück. So, hier war die Leiche. Wie sind wir denn da runtergekommen? Das ist nicht so wirklich gut zu sehen, finde ich ja häufig, wie man jetzt die Wege hat. Aber gut. Ja, Strand ist ja schon mal gut. Dann hier rüber wahrscheinlich. The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. Kim, haben Sie irgendeine Ahnung, was dort unten ist? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. Was meinen Sie? Könnten wir dort unten Ruby finden? We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Reversal sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. In conclusion, she could be under any building. Aber nicht dort drin. I hope not. Du brüllst ho in den Schlitz. There's no echo and no answer. Du schließt den Gedanken ab. Moment, wir hatten doch da noch einen anderen Gedanken. Du solltest hierher zurückkommen, wenn es schneit. Ein seltsames Gefühl, es verfliegt schnell. Oh, toll. Das hatten wir doch gerade erst, den Schnee. Okay, die sind weg. Das war die Boje. Da ist die Falle. Wir können auch nur mit der interagieren. This is the last of the traps. The one Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. Du siehst dich um. The reeds by the abandoned campsite hiss and shake. It's good the cryptozoologists left. This isn't a very cozy place to stay night after night. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange, somehow. Du greifst nach der Falle. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. Du siehst genauer hin. No locust. No phasmid either, but still. Du brüllst sofort. Sie ist leer. Als Morel sie aufgestellt hat, war sie nicht leer. Your voice echoes on the coast, carried by a gust of cold wind. Du siehst noch genauer hin. Well, the bait worked on something. This doesn't mean it was a reed monster, though. Unless you see one in there, I just see an empty trap. Sie haben recht, aber Sie müssen trotzdem davon erfahren. Okay, but after that we get back to our own assignments. We've done a thorough survey of the coast now. A cold gust of air dries your sweaty face, and you look to the dark shadow. The felled building in the distance, drawing you to it. What a strange sensation. Once this is done, should you try to ask again? Okay, Finde Morel den Kryptozoologen, das haben wir ja gemacht. Moment, aber war der jetzt nicht. Die letzte Falle war leer, kehre ins Whirling zurück und überbringe Morel die Neuigkeiten. Okay, das machen wir. Dann geht's jetzt zurück ins Hafenviertel von Martinez. Können aber nicht reisen. Wieso können wir nicht reisen? Von hier aus können wir nicht reisen. Na gut. Vielleicht müssen wir dafür wieder auf den Weg gehen. Hat uns das hier irgendwas gebracht? The once bright mural. Ja, plus 3, die leere Falle gefunden. Wow. Okay. Okay. Wir sind auf einem guten Weg, das hier zu schaffen, auch ohne Alkohol vielleicht. Okay, das finde ich, aber dann ist es okay, dann ist der Kritikpunkt weg, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, diese Proben dann zu bestehen. Das finde ich gut. Dann versuchen wir jetzt nochmal die Schnellreise. Nee, geht nicht. Oder müssen wir dafür zu den Orten hier hingehen? Wäre eigentlich auch komisch.
Okay, also das leuchtet mir nicht so ganz ein mit der Schnellreise, wie das funktioniert. Hätte Lust, den ganzen Weg jetzt wieder zurückzulatschen, aber gut. Hilft nix. Winter. Slow to let go of Rivershaw. Flex some more wet snow from above. Du siehst dich um. The snow falls lazily, making the beach sand paler still, mixing with the rust-colored sewage runoff. It has been a cold year. All things waiting for spring will have to wait a bit longer. Was mache ich gerade? Looking up at the sky, melted snow dripping from your hat. Was sehe ich gerade? The sky is full of great battleships. White clouds collide with one another, and the world is drenched with their debris. Wie fühlt es sich an? You're warm in your hat and your coat. Like a well-equipped explorer, you comfortably survey the white landscape. Was befindet sich westlich von hier? More winding coastlines lined with abandoned buildings. Crumbling piers, salt water lapping at their dark piles. Gray and red forgotten city blocks. What remains of the pre-revolutionary effort to gentrify the coast. Und jenseits davon? The waters turn black. Coal city in the shadow of San Martin. A boom town. Back when coal extracted from countless shafts near the city was needed to power Rivershaw. No more. The coal was supplanted by petroleum from the ocean floor and hydropower from the Esperance. Everything crumbled. These days, only the weakest remain in Coal City. Their hopes of getting rich linger in the defunct shafts under their feet. Was befindet sich dort? Below the old mines, L'Auxerre Municipal, Rivershaw's underground cemetery. La Petite Ra, brave the underground passageways. Le Royaume. Le Royaume. Where the Philippian kings were interred, with their doctors and their admirals. Mausoleums, burial chambers, leaf gold still remains on the double door of the morning. Le Petit Ra. Children under 14. They go underground, looking for artifacts to sell to foreign museums, and for fabled relics. Their parents let them. They go deeper. Tiefer. After rubies, melchiorite, lapis lazuli, plundered from Safre and Seol during the time of the suzerain. In the burial chambers of the kings, grand old Philip, Guillaume II, and even in the mausoleum of Philip the Opulent. 2 kilometers underground, in a winding shaft along whose walls mirrors have been placed, so that daylight may eternally fall upon the richest of all the kings. The mausoleum contains untold quantities of gold, and that special, purest of the pure magenta cocaine, favored by Rivershawlian royalty. How can it be pure if it's magenta? Wie rein kann es sein, wenn es magentafarben ist? Snow falls, and there is no answer. Some things are not for mortals to know. Du wischst dir den Schnee von der Schulter. Few Petit Ra return from the shafts. Even fewer find what they're looking for. A small child steps out of the black tunnel with silver trinkets in her pockets. All around her, white snow on the extinguished coke furnaces. And on the weather-worn shacks, where fathers beat their sons after drinking, the snow melts on your fingers, turning to water. Was befindet sich östlich von hier? The canal you crossed to get here and beyond it. Martinez proper, the district the police forgot to police. There is laughter, lights, attempts at entrepreneurial activity, cynicism. Someone is scraping snow off their windshield at the roundabout, in the midst of which a statue of Philip III serves as a destination for grade school field trips and a fine perch for winter birds. Und jenseits davon? A fenced-off yard. There's a truck belonging to a logistics company parked next to the gate. Bright light from a building behind the fence reflects off its hood. Clean white light coming from the windows of a clean cube-shaped office building hidden amidst ruins. A secret. Was befindet sich nördlich von hier? Und noch weiter nördlich? A serpentine strip of land
weaving its way into the Martinez Inlet. Unfortunates on the run from the law, from themselves, sometimes hide out on nearby islets. Little dots in the ocean that are occasionally submerged when the tide is high and the weather foul. Und auf den kleinen Eilanden? The remains of a camp on a jagged piece of rock, a tent, old dishes and cutlery, long since abandoned. A hermit crab scuttles among the debris, looking for a new shell. Further out, the lights burn bright on Resurrection, way beyond Martinez, a popular spa destination for ample-bodied Ozon kids with equally ample pockets. Und auf der anderen Seite des Meeresarms? Then there's Ozon, but the snow falls too thick. You cannot see that far. Und davor, in Sichtweite? The Bay of Revachol. Vastness, great depth. Over 1200 meters at its deepest. Water, air brinier than here. It is crisscrossed by huge cargo ships bearing company logos. Wild pines. Zam. Morien. And at the farthest reaches of the Bay of Revachol, the shadow of the Coalition warship Archer, on perpetual patrol duty, ready to unleash artillery fire if you were to rise up against the market. You shudder. Was befindet sich im südlichen von hier? The raised motorway, 881, separating Martinez from Jamrock. Vehicles wash past one another day and night, while those who reside in the labyrinthine alleyways beneath the motorway attempt to carry on with their lives in the snow and the slush. And south of the 881 is the Pox. The Pox was once a park, a place for reflection and recuperation for the patients of the old military hospital. In the 20s, it was used as a quarantine center during a measles outbreak that killed many children. Most everyone has avoided the hospital and surrounding park ever since. The Pox is completely wild now. Evergreen thickets covered in snow and industrial dust. Feral dogs and even wolves roaming in packs. The police try to keep the deepest corners cordoned off. Aber trotzdem. Heavy drug users do slip through and hole up in the old military hospital, hoping to find something to get high on among the hastily abandoned supplies, or just to overdose in peace. Noch weiter südlich. A line of motor garages with armored carapaces hunched in the cold. A mechanic is hard at work, patching up bullet holes in the side of a Capri 40. These are the garages of Precinct 41. Snow settles on the roof of the repurposed silk mill. It serves as your station. Shivering RCM personnel hurry in and out of the main entrance. Around you, the snow continues to fall. To the west, the ocean swells. Das war mein Zuhause. Gib mir mehr davon. The stairs descend to Central Jamrock. A man named Cooklove has a snow-covered stall there, in the market across the bridge. He sells kebab infested with fly larvae to your colleagues who believe eating it will make them immune to food poisoning. Snow falls on the utility district, the library, the florist, the Sarah Mauritian restaurant that offers homemade wine, and also on the brothels and drug dens, and the chop shops of the Zemlyaki. All of this built around a lake that formed in a meteorite strike. At the center of this lake, there is a little ship. There are lights at the bottom of its hull. They are lights directed toward the seafloor, looking for something, like whiskers. A chill comes over you, crawling down your back. The sand under your feet is wet. Somewhere in the south, tarpaulin flap in the wind. Wo ist Ruby? Near. Snow falls into dark water. She prays, though she doesn't believe. There is a hum in the air. That's all.
Was befindet sich unter mir? Layer upon layer of sand, poisoned with industrial runoff. The storm drainage, hidden bunkers, rats scuttle. Verrate mir eines der vom Sand gehüteten Geheimnisse, Wind. Someone stuffed a big old polar anorak into a concrete pipe under the boardwalk. It would keep you warm. You would probably never happen across it, but who knows? Du stampfst mit den Füßen auf, um dich aufzuwärmen, und klopfst dir den Schnee von dir ab. We should keep moving. Who knows when the snow will let up? Ach, es schneit ganz leicht, okay. Wow, das war lang. Mich würde jetzt trotzdem noch mal interessieren, ob wir die Karte benutzen können. Ja, jetzt geht das. Waffenviertel von Martinez. Das würde ich nämlich dann schon ganz gerne abschließen. Das war jetzt wirklich sehr lang. Weiß jetzt auch nicht, ob es das so viel weitergeholfen hat. Also Hintereingang benutzen. Aber wer weiß, es ist ja nicht schlecht. Hat auch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Das ist auch gut. Wir müssen ja bis 22 Uhr die Zeit dann irgendwie noch totschlagen. Und der Gedanke, das würde mich auch noch mal interessieren, wie lange braucht der noch? Der braucht immer noch 3 Stunden, 11 Minuten. Gut, wo sind jetzt die komischen Typen? Das hier waren, glaube ich, die komischen Typen. I can't believe this. Ja, nerv nicht. It's great to see you again, officer. My wife can't wait to thank you. Go on, talk to her. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. Es lag auf dem Weg, während ich an dem Fall gearbeitet habe. Here, I want to give you a small token of my gratitude. It's a tie. Meskin origin. The pin is an antique. Quite special. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull. With 8 eyes. You could ask her about this when you get the time. It's probably a cryptid, but the phasmid, of course, is more important. Vielleicht könntest du sie dazu überreden, dir etwas über coole Kryptiden zu erzählen. Sometimes the most charming thing you can do is be reasonable in your requests. Könnten Sie mir etwas über einen, nur einen interessanten Kryptiden erzählen? I suppose you could use a break and I could use a distraction. One cryptid, like you said. One. This can't turn into some kind of cryptid extravaganza. We have things to do. Kryptidenmarathon? Das hört sich gut an. And I don't. Just one. Ooh, tough choice there. Oh, jetzt müssen wir uns etwas überlegen. Welcher Kryptid ist der größte? That would be the giant of Kokonur. Sie sagt es, als ob das zum Allgemeinwissen gehören würde. The giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur desert in South Samara, casting a strange light across the barren wastes. Moment, was meinen Sie mit seltsamem Licht? Mirage or a psychogenous luminance. Sie geht nicht weiter darauf ein, was es mit dieser Luminanz auf sich hat. Und wie groß ist er nun? No one knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost a third of your field of vision. Ist er gefährlich? The towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others fate unimaginable. Pui. No animal can be that large. It's a mirage. That's what makes it so peculiar. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur must be the largest animal the planet can support. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Great. This is great shit. You need more. Gravity anomaly? Dig in it. Dig in this parascientific stuff right here. Ist dieser Vogel ein Kryptid? Du zeigst auf die Krawatte, die sie dir gegeben hat. No. It's the cryptid. Wow. Der Kryptid überhaupt? Oh, yes.
Der kleine silbrige Schädel mit seinem scharfen Schnabel funkelt zwischen deinen Fingern. Okay, was ist das für ein Vogel? The eight-eyed Teratorn, the largest flying avian ever discovered, with a wingspan of 11.5 meters. It was thought to have gone extinct 3,500 years ago. Some even doubted the fossils were real. A mutation, they said. Until... Mutation? All of evolution is a mutation. Bis was? Until it was sighted by renowned Gottwaldian explorer and naturalist Uwe Plattenkalk in 21. This renown seems a bit dubious. Your own catalog comes up completely empty. But, of course, you are not all-knowing. Darüber will ich unbedingt mehr wissen. It happened on a botanical expedition into the vast and unexplored Oamrau Canyon in southeast Ilmarar. Dr. Plattenkalk got separated from his group during a sandstorm. Und was ist dann passiert? Alone in the blasted desert heap, the doctor wandered eastward, where man hasn't stepped foot in over 1,000 years, since the fall of Perikarnassus. He was lost, without any navigation equipment, and desperately low on water. After a day or two, he noticed a bird high in the noon sky. A great black bird, it seemed gargantuan. Every now and then, the bird would dive down to feed on an animal carcass somewhere on the horizon. But by the time Uwe got there, the Teratorn had taken off already, and the carcass was picked clean. It happened many times. Der Vogel ist ihm gefolgt? More like he followed it. A bird that big has many liters of blood in it, and he was dying of thirst. For many days, Dr. Plattenkalk followed the Teratorn until they reached a great canyon wall, where the bird finally landed to rest. The professor climbed up there with a rock in his hand. He found the bird sleeping with its head tucked under its wing, a great black pile of feathers on the perch. So he approached, slowly squeezing the rock in his fist. Then the Teratorn suddenly looked at him. He could see it had 8 eyes, 4 on either side of its skull, like a spider. And the man couldn't move. He was paralyzed, frozen into place with the rock in his hand. Whatever he did, he could not get closer to the bird. Warum nicht? The bird was controlling his mind. It kept him from approaching. He could step back, but every time he stepped forward, paralysis. Uwe spent 3 days trying until the bird flew away. Moment, wie hat er denn überlebt, sodass er hinterher davon erzählen konnte? The eight-eyed Teratorn was indifferent to him, as long as he didn't get closer than 2 steps. It even let him feed on some carcasses up there, and the 2 unfertilized eggs it left behind. Ein 8-äugiger Vogel, der die Gedanken anderer kontrollieren kann. Wie geil. Absolutely, sweetie. Cryptozoologists have been tracing it ever since, but Oamrau is vast, mysterious, and holds many secrets. Modern radar telemetry shows great promise. We will confirm this one by the end of the decade, latest. This one I liked. Not only does it have 8 eyes and is a living fossil and the largest bird ever to live, it also does mind control. He's sincere. He likes the audacity of it. Und seitdem wurde der Vogel nicht wieder gesehen? Sadly, yes. But there are numerous reports of 8-eyed bird skulls from Ilmarar. And then there's the striking resemblance to the Perikarnassian imperial eagle, an ancient heraldic symbol that is hard to pass off as coincidence. The imperial eagle, too, had 8 eyes. Not really. It's just stylization. The way they drew eyes. It's not a zoological drawing. Very, very hard. This one's very famous. Everyone knows it. People will be looking at that tie on you and thinking, that man is into cryptids. So,
What else do you want to know? Ah, ich hatte eigentlich gedacht, wir geben das nur mal schnell ab und dann ist gut, aber das ist ja wirklich ein Kryptiden-Marathon hier, aber den ziehen wir natürlich durch. Dann wird es heute eine sehr lange Folge. Welcher Kryptid ist der winzigste? Hey, you promised you'd only ask about one Kryptid. Ach so. Aha. Okay, reden wir erstmal über etwas anderes. Es wäre unehrenhaft, sich nicht an sein Platz zu halten. He nods approvingly. Sie haben mir gar nicht erzählt, dass Sie die Phasmide gesehen haben. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Ramblings? Nonsense. Your description of the Phasmid is the most precise I've ever heard. But darling, I didn't even get the size of it right. You were a child, my dear. Really. It's extraordinary what you were able to describe. Now go on. Tell our friend about it. He's proven his interest in the field. Reflexively, the lieutenant read his familiar notebook. Well, it was summer. I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Moment, wo war das? Und wie alt waren Sie? Ah, I'm getting ahead of myself. I was 5 and a half in Betancourt in the suburbs. My grandmother had a summer home there. She'd just started forming memories. Real memories. Not the billowy haze of infanthood. Betancourt got bombed in the war. It used to be quite near, circa 20 kilometers from here. Was ist dann passiert? The strangest moment of my life. I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. I've never seen anything like it. I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. Sind Sie ihr gefolgt? I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there, knee-deep in mud, looking around me. Where did you go? Don't go. Und dann? I ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys. That sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. We were on a date. Can you imagine? She tells me a story, and it's the most detailed report of the Insulindian phasmid I've ever heard. The sounds. She told me it hissed. So that's how they met. This is beyond significant for them. It did, yes. Like reeds in a gust of wind. The way it moved, the color, how some of its limbs were white, like marble. It matched perfectly with what I know from other accounts. It was amazing. If it weren't for Lena, I might have given up hope years ago. It's no exaggeration to say that she restored my faith in my profession. Es hört dich auf. Sie hatten eine Verabredung? Our first, yes. Liebevoll betrachtet die alte Frau ihren Mann. The glance is tender, yes, but tempered by something else. A thought she can't express, even to him. Interesting. Ihre Gliedmaßen sind weiß? Not all of them. There is some white coloration reported, along with beige, where the camouflage ends. Wie groß war sie? It's hard to say how big things are when you're quite... small yourself. To me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. Vielleicht haben Sie sich das eingebildet, Lena. How could she?
Who imagines this? She didn't know about the phasmid. This is the main thing here, what makes it a confirmed sighting. She had no previous knowledge of the insect. So she couldn't have made it up, or imagined it. That's true, yes. I'm almost certain neither my mother nor my grandmother knew of it. It was only when I started telling my story as a teenager that boys would tell me, Lena. Sie senkt ihre Stimme und imitiert einen Jungen. You trying to tell us you saw the Insel Indian Phasmid out there in those reeds? Get out of here. They just give me a cider and ruffle my hair and tell me to stop dreaming. But I saw it. Kim, was sagen Sie dazu? I thought it was a wonderful story, man. Er schließt sein Notizbuch und schenkt ihr ein Lächeln. But I don't believe it. A child left unattended on a warm day. Children make up stories and then end up believing them. Danke, dass Sie mir die Geschichte erzählt haben. You're welcome, sweetie. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just... And she could get up and walk right into the reeds on her own. Into the mud. Anywhere. Ihr Mann ist also ein Wissenschaftler. Oder ich guck mal. Ich würde dann erstmal beenden und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.